zum Frühjahr. Ja. Guten Tag. Ja, mal zu. Kann man für was der Krieger? Ja. Langsam. Das ist nicht die Schärfste. Aber. Nein. Ja, du hast es geschafft. So. Wir sehen jetzt alles zusammen. Wir wollen unsere Beute. Ich kann keine Krawatten mehr entdecken. Ist uns alles sonst eher ein bisschen trister. Aber wir feiern mit euch zusammen Fasching und deswegen haben wir das Ganze auch dekoriert. Das hat eine Kollegin gemacht hier vorne. Ja, und auch mein Zugwort. Das wird euch nicht wundern. Erinnert natürlich ein bisschen an eine kleine Wirkung. So zumindest ist es geplant. Und damit würde ich auch gerne beginnen wollen. Liebe Katrin, die Erste, liebe Eike, der Erste. So, warum ihr euch jetzt versteckt? Ihr wart liebe Mitglieder des GDV-Präsidiums, liebes Betreuungsteam für das Prinzenpaar, liebe Gäste aus Rat und Verwaltung der Stadt Delmenhorst und natürlich auch liebe Ehrendamen. Schön, dass ihr alle hier seid und die Pressevertreter begrüße ich auch ganz herzlich. Das hast du noch nicht beeindruckt. Aber wir fangen jetzt an. Aus Gandekitz, ihr seid hier angereist, liebes Faschingsprinzenpaar, was eure Verbundenheit zu Delmenhorst beweist. Und so wird euer Weg in unser Rathaus heute wieder warm. Den ersten Lüttenabend durfte ich wieder mit euch genießen. Feiern, singen, schunkeln und lachen. Tolle Einlagen, die uns nicht auf den Stühlen sitzen ließen und immer wieder animierten, doch ganz einfach mitzumachen. Manch Späßchen zielt auch auf Delmenhorst ab. Auch das ist schon lange Tradition. Baron von Ganterteich holt hier gerne aus, nicht zu knapp. Doch aufgepasst, die Oberbürgermeisterin kennt dies schon. Nun ist mir der Fasching um den Ring sehr vertraut. Dabei sein durfte ich schon als Ganderkeseer-Kind. Deshalb freut mich besonders, dass ihr heute bei mir vorbeischaut, auch wenn ihr vor allem den Krawattenklauer sind. 1984 war es zum ersten Male, so steht es geschrieben in unserem Gästebuch, dass eure Vorgänger hier im Rathaussaale mit Gefolge waren zu Besuch. Dieses Jahr gibt es ein besonderes Faschingsglück, so heißt es auch in eurem Motto. Euer Winterumzug ist zurück, das ist doch fast wie ein Sechser im Lotto. Heute seid ihr unsere Gäste. Wir freuen uns sehr über euren Besuch. Und zu diesem ganz besonderen Feste steht gleich wieder an euer Eintrag ins Gästebuch. Das Singen, liebes Prinzenpaar, ist eure Passion. Das möchte ich mir heute zunutze machen. Denn eine kleine Überraschung wartet schon. Wir lassen es gleich mit eurem Präsidenten krachen. Jetzt kommt der Faschings Wochenpforte, da hat sich jemand ganz viel Gedanken gemacht. Die habe ich, die ist schwer.